Suppe. Ich brauche Köderkraut für Wolfsfleisch. Ah, okay. Immer besser, sich seinen Kram selber zu bauen, als andere dafür zu bezahlen. Das stimmt. Wahre Worte wurden nie gesprochen. Kann ich dann schlafen? Fuck. Na gut, muss sein. Hey, du gibst hier genug Wasser. Ich bräuchte den Skill für keine Strahlung von Essen. Dann bräuchte ich auch keine Sachen mehr grillen und sowas. Das sieht schon wieder so interessant aus. Die Werft da vorne oder was auch immer das ist. Will man eigentlich erkunden, ne? Docks von Fringe Crow Cove. Jetzt mal unseren nächsten Drink. Guten Schuss, Captain! Ja, zumindest wissen wir, dass hier keine Fallenstelle sind. Seien es ein Fallensteller, die sich Majalox als Haustiere halten. Wow. Ja. Das ist gut. Die machen wir fertig. Wie, nicht getroffen? Nicht schon... Wieso treffe ich den nicht? Wieso habe ich den nicht getroffen? Danke, Fremder. Aber wieso habe ich den nicht getroffen? Nee, fehlgeschlagen, hilft bei der Verteidigung von Kingsport Leuchtturm. Ja, ja. Du mich auch spielen. Bei jedem kleinsten Geräusch schrecke ich auf. Weil ich immer denke, da kommt wieder ein Nialog oder sowas in der Art. So aus, als ob da was wäre auf dem Schiff. Man kann ja aber mal gucken. Ach doch, eine Kiste. Mit Red X. Und eine Seife. Oh ja. Und Stimpak und Red Away. Immerhin.
Ich habe das Gefühl, bei Verhaber, da steht nicht mehr so viel wie im Kammwurf. Ist alles relativ zerlegt worden vom Sturm oder von den Gezeiten oder irgendwie anders, aber irgendwie gibt es nicht so viele Gebäude, die noch stehen. Oder noch begehbar sind. Also begehbar im Sinne von, man kann noch drin laufen, ohne ständig rumspringen zu müssen. Oder über irgendwelche Trümmer klettern zu müssen. Im Kammwurf war das anders. Fällt mir gerade einfach mal so auf. Im Kammwurf gab es mehr Gebäude, die man noch betreten konnte und die, beziehungsweise die noch gestanden haben. Also gestanden sind. Hier gibt es viel mehr Gebäude, die einfach, ja, zerrissen sind. Auseinandergerissen wurden oder irgendwie über einfach den Zahn der Zeit nicht so gut bestanden haben. Was ja Sinn macht, eine Insel erlebt mehr Stürme. Oh, gerade im gerade im Donner, im Donner, so, während des Donners. Gerade während des Donners, okay. So, das war Longfellow. Dann wollen wir mal den Anführer der Fallenstelle. Hä? Ich habe gerade gedacht, die Aufnahme wäre kaputt, aber ich glaube nicht. So. Ein legendärer Engaged Fog Crawler. Supi. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Wo ist der Kopf? Zu viel und kannst nicht rennen. Ja. Hier ist ja gar nichts. Ich habe gedacht, hier leuchtet, hier ist irgendwas, aber nee, hier sind einfach nur Pilze an irgendwelchen Bäumen. Mano. Ich mag das derzeitige Wetter nicht. Aber ich glaube, es ist auch Nacht. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Sieht eigentlich so aus, als ob hier irgendeine Bombe eingeschlagen wäre oder sowas. Ein Red Huhn, ein Albino-Angler, der da schläft. Ach, du willst mich verarschen. Und das war's mit dem Schleichen. Hier ist. Angriff! Hey,
Wollfische-Mütze. Ich hab gedacht, Wolfe-Fische-Mütze, aber Wollfische-Mütze? Nö, den interessiert mich nicht. Was wollt ihr eigentlich, die blöden Dinger? Ihr seid doch total bescheuert. Bring a knife to gunfight, ist klar. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Oh, fuck! Augen auf. Ja! Geh mal hin! Du trägst zu viel und kannst... Was? Ich wurde gerade getroffen von irgendwas. Ich habe keine Ahnung von was. Ich bin einfach zu gut mit Bats. Jetzt hat mich schon wieder irgendwas beschossen. Ich habe keine Ahnung woher. Von da oben? Douglas. Douglas, sein Vater schickt mich. Oder auch nicht. Ganz langsam. Hände hoch. Boah, fünfmal daneben schießen. Ich kann's riechen. Du kannst gar nichts riechen, du hast keine Nase mehr. Oh, fuck. Ja, ich weiß, der Typ ist oben. Es muss sein, es muss sein. Ich habe kein sauberes Wasser mehr. Ich weiß, ich kann davon krank werden, aber ich habe kein sauberes Wasser mehr. Douglas. Macht aber keinen guten Job als Leuchtturmwärter. Es ist ganz schön dunkel hier. Ich räuchere dich aus, Douglas. Oder nicht? Ich versuch's zumindest. Ja klar, ich habe Angst. Total. Ja, das ignorieren wir mal gekonnt. Alter Falter, was willst du von mir? Bringt der mich da fast um? Geheimnisvolles Holoband. Aha, jetzt kommt das böse Geheimnis. Cassie Dalton ist eigentlich eine von den Fallenstellern. Und sie wollte nur, dass wir... keine Ahnung. Dinge für sie tun, die böse sind. Cassie Dalton. Cassie, geheimnisvolles Holoband da. Tja, das war's dann. Ich bin am Arsch. Dieser Scheißnebel. Man sollte meinen, ein Leuchtturm wäre gut zu sehen. Aber nicht hier. Was für ein Nebel.
Unglaublich, dass ich mich dazu überreden ließ. Woher will ich wissen, dass diese Frau nicht verrückt ist? Langsam glaube ich, dass sie sich die ganze Geschichte nur ausgedacht hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ein Fallensteller erledigen, um den Tod ihres Mannes zu rächen. Es klang so einfach. Hätte ich diese gottverlassene Insel doch nie betreten. Scheiße, da kommt was. Da komme ich. Der hat uns reingelegt. Cassie, Drossen. Du wirst dein eigenes Süppchen noch austrinken. Das heißt, ich werde einen wütenden Brief schreiben. Und mich offiziell bei ihr beschweren. Inselalbernach. Du kannst im Kampf eine 5% höhere Wettchance gegen Tiere. Er war Soldat. Oder sowas. Oder hier war mal ein Soldat. Jingles der Mondapfel. Tschüss. Spiel Astronaut. Astronauten fliegen. Es ist ja Nacht. Kein Wunder, dass ich nichts sehe. Ich fühle mich gut ausgeruht. Trapper Attack on Farm the Daltons. Kill the Trappers at Ray in Ray Point. Rayburn Point. Douglas. Komm Douglas zu, Schlüssel. Papa. Wozu? Wozu jetzt Douglas Schlüssel? Ist hier irgendwas? Nee. Wozu Douglas Schlüssel? Longfellow, ich verstehe das nicht. Hast du eigentlich einen Vornamen? Fusionskerne. Hey. Was? Schnapp dir was Nützliches. Schau's dir an. Ist kein Problem. Douglas Schlüssel. Guck nach, ob da was ist. Gut. Ich glaube, das mit den Kabeln hängt übrigens mit der Mod zusammen, die den Physik gibt. Ich glaube, normalerweise haben die Kabel keine Physik. So, was sehe ich jetzt mit Douglas Schlüssel? Das verstehe ich nicht ganz. Gibt's hier irgendwas? Nee, ne? Das ist... Nee, das eine ist, es gibt hier irgendwas, das ich schon geknackt habe. Aber ich sehe hier zumindest nichts. Terminal. Bin durch. Eine Versteuerung, Turmwischen. Ja, gut. Der ist schon aus. Ja, jetzt habe ich den Scheinwerfer ausgeschaltet. Dadurch ist die Performance wahrscheinlich ein bisschen besser geworden. Jojojojo. Douglas Schlüssel. Eierlockkuchen. Wozu ich jetzt Douglas Schlüssel brauche, verstehe ich nicht. Sei denn, es gibt hier oben irgendwo. Warum nicht? Die brauchen das eh nicht mehr. Nee. Das mit Douglas Schlüssel verstehe ich nicht. Es sei denn, es gibt irgendwo eine Tür oder sowas, die ich schon geöffnet habe mit Schlossknacken. Das kann sein.
Miss Cassidy, also die blöde Frau, hat uns also verarscht, versteht ihr? Scotch. Scotch. Jupp, Whiskyflaschen, Whisky. Das verstehe ich nicht. Das Öl kann ich eigentlich, darf ich eigentlich nicht wegwerfen, ich brauche das Öl. Okay, das will ich. Wir haben also jemanden erledigt, der uns gesagt, bei dem uns gesagt wurde, er wäre der Anführer von Fallenstellern, was er ja auch war. Aber wir haben jemanden erledigt, dem schon gesagt wurde, er soll einen Fallensteller erledigen. Also dem genau dasselbe gesagt wurde wie uns, bloß. Ja. Ich schaffe den Pumpenregulator. Dann wollen wir das machen. Die wird ihre Rechnung schon noch bekommen. Dafür soll ich sorgen. Die ist uns auf jeden Fall eine Erklärung schuldig. Und glauben werde ich dir nicht hundertprozentig. Also ich werde dir nicht blind vertrauen. Nicht nachdem sie uns schon einmal belogen hat. Kann sie uns ja sonst was erzählen. Ich kann sie aber auch nicht töten, weil die sitzt hier mitten in Farbe. Also kann ich sie höchstens bitch-slappen und dann neu laden oder sowas. Ich glaube, ja. Ernsthaft. Ja. Wo ist dein Bäuchlein? Ach, du hast gar kein Bäuchlein. Wieso hast du eigentlich Beine bekommen, du blödes Kackteil? Ein Anglerfisch mit Beinen. Was soll denn das? Sieht aus wie Frösche oder so. Das. Wavescrest Waisenhaus. Ach du Scheiße. Right in the fields. Hier ist jemand oder etwas. Gule. Ich tippe auf Gule. Ich werde auf meine alten Tage ganz schön nervös. In die Presse mit uns! Haben sie selber zurückgeschlagen? Okay. Die kommen runter. Oder auch nicht. Gelevelt. Gelevelt. Noch weniger Strahlung durch Essen und Trinken oder gar, und dann gar keine Strahlung oder 40% Strahlungsresistenz oder plus 40 Strahlungsresistenz. Gule Strahlung heilt mich. Kannibale? Nee, was ich immer leveln wollte und das vergesse ich ständig. Mehr oder bessere Preise bei Händlern, ganz ehrlich. Es wird jetzt mal Zeit, dass ich das level. Ich vergesse das ständig oder ich mach das nie, weil ich blöd bin. Kinderbetten. Coole Kinderbetten. Naja. Ich hatte schon schlimmere Orte. Longfellow, Zeit für einen Drink. Ja, wir sind in einem Waisenhaus und hier sind Ghule. Alles tot. Hahaha.
Bist du My Little Pony Fan, Longfellow? Da ist ein Giddy Up Buttercup. Kax. Iffy. Doppel-D. Nee, keine Ahnung. Ist das Herzzerbrechen, Alter. So eine Scheiße. Wieso gibt's hier ein Waisenhaus? Das ist schon irgendwie kacke. Ich bin ja wirklich nicht zart beseitet, aber... Aber es gibt Dinge, die... Ja, wenigstens gibt's da keine... Oder gibt's hier noch irgendwas? Ich weiß, eigentlich will ich das gar nicht hören, aber... Gibt's hier noch irgendwo ein Holoband oder sowas? Das man sammeln könnte? Nope. Man kann nur hoffen, dass die Ghule... Ja gut, die Ghule sind auch nicht Kinder, aber die Ghule, Ghule altern. Nicht. Doch, Ghule altern. Man kann nur hoffen, dass die Kinder nicht hier waren, als die Ghule gekommen sind. Oder nicht überlebt haben, aber... Ich sag's mal so. Also der passt da schon perfekt rein. Das ist definitiv ein Kind. Was ist denn mit ihm los hier? Achso, ist die Rotfarbe. Nettes Detail. Und ich hab gedacht... Ich will nur einmal ein paar Socken finden, das keine Löcher hat. Ich muss sagen, ich bin bisher enttäuscht von dir. Du hast nicht ein einziges Mal eine Meinung zu der Nebenquest gehabt oder sowas. Nein, nichts, gar nichts. Aber... Ein paar Mal hat er was zu irgendwelchen Gebrüchen gesagt. Also einmal bisher, und zwar zu einem zerschossenen Laster, den ich selber übersehen hatte. Ach Gott. Gut, der will sich mit mir anlegen. Zwing ihn ja nicht dazu. Toll. Voll kritisch. Ach du Scheiße. Kennt ihr das, wenn euer... Wenn ihr nicht husten wollt, aber ihr müsst gleich husten. Ich muss nämlich gleich husten. Meine Kehle kribbelt so, als ob ich gleich husten müsste. Ich muss es mir... Zurückhalten, husten, zurückhalten. Nicht husten. Oder Zeit aufschreiben und dann husten. Ich kann mein Mikrofon gerade nicht muten. Da müsste ich's. Nee, das ging nicht.